Seit 1,5 Jahren steht Marvin Friedrich beim FC Augsburg unter Vertrag. Für die Profis hat er seitdem aber noch nicht gespielt. Der 22-Jährige fiel erst lange aus, dann war er nur in der Regionalliga gefragt. Zuletzt bekam Friedrich von Manager Stefan Reuter viel Lob, aber seine Einsatzchancen sind gering. Nach seinem Wechsel von Schalke nach Augsburg im Sommer 2016 fiel Friedrich wegen eines Beckenschiefstands ein halbes Jahr lang aus. Seit Januar 2017 ist er wieder fit. Insgesamt 26 Mal hat er für den FCA 2 in der Regionalliga gespielt. Nach der langen Pause brauchte er einige Zeit, um wieder auf ein konkurrenzfähiges Level zu kommen. Das hat er laut Reuter nun erreicht. Er ist auf einem richtig guten Stand und hat ein Top-Trainingslager absolviert, lobt der Manager den Innenverteidiger und betont: Er ist jetzt endlich so stabil und robust, dass wir ihm zutrauen, in der Bundesliga auf dem Platz zu stehen. Aber wie realistisch ist diese Perspektive? Martin Hinteregger und Jeffrey Gouvelioff sind beim FCA im Abwehrzentrum gesetzt. Als Ersatzleute saßen zuletzt Kevin Danso und Koigo Kaka auf der Bank. Mit Christoph Janke steht eine weitere Alternative im Kader. Friedrich ist beim FCA also nur Innenverteidiger Nummer 5 oder 6. Eine Ausleihe wäre für den Ex-Schalker wohl die einzige Chance auf regelmäßige Einsätze. Das Problem: Für den aufnehmenden Verein ist die Verpflichtung eines Spielers, der seit 1,5 Jahren kein Profispiel absolviert hat, ein Risiko. Es ist fraglich, ob Friedrich schnell helfen könnte. Zuletzt sagte Reuter bezüglich einer möglichen Leihe des Abwehrspielers: Es muss die passende Konstellation sein. Über gute Lösungen denken wir gerne nach, aber wenn nichts Ideales dabei ist, trainiert er bei uns auf höchstem Niveau,